Was ist denn passiert? Hallo? Können Sie mich hören? Ja, Ihnen ist schwindlig. Okay. Urs? Ja. Shelter vorbereiten. Ja, Shelter vorbereiten. Nicht richtig ansprechbar. Keine Ahnung, wie lange er hier liegt. Hallo, können Sie mich hören? Wie heißen Sie denn? Hallo, können Sie mich hören? Urs? Ja. Leichte Pupillendifferenz. Leichte Pupillendifferenz verstanden. Puls ist gut tastbar. Puls gut tastbar. Ja. Ja, der Notfallort ist Ost 42 in Neuenbrook. Ja, älterer Mann ist im Garten vorgefunden auf der Schneefläche mit einer Kettensäge. Keine äußeren Verletzungen, bedingt ansprechbar und eine Pupillendifferenz. Alles klar, wir machen was fertig. Bis. Rettungsdienst kommt. Ja. Puls weiterhin kräftig, Atmung stabil. Okay. Puls kräftig, Atmung stabil. Ich würde vorschlagen, wir machen den Shelter unten auf, setzen den drüber. Ja. Und drehen ihn dann ganz vorsichtig auf den Unterboden. Ja. Und arbeiten dann auch eine Wärmedecke ein, eine Rettungsdecke, die habe ich noch dabei. Ziehen mal die Handschuhe aus, nicht erschrecken. So. Gut. Puls weiterhin kräftig. Und Atmung weiterhin stabil. Das ist verstanden. Helm lasse ich noch auf, dann liegt er nicht ganz so im Schnee. So. Okay. Wir haben hier an der Pumpe die Möglichkeit, da mal Luft reinzupumpen, aber auch abzusaugen. So, wir bauen nur ein Zelt auf, dass sie ein bisschen im Geschützten sind. Können Sie mich hören? Ja, wir helfen Ihnen, ne? So, nicht erschrecken. Wie gesagt, wir bereiten das vor. Nur eine Seite und dann rüberrollen. Ja. So. Gut. So. Hallo? Ja. Puls und Atmung weiterhin stabil. Wir legen jetzt ein Zelt über Sie, dass Sie nicht so der Witterung ausgesetzt sind. 1, 2, 3. So. Voilà. Gut. Da haben wir den Boden, der mit Klett befestigt ist, auf der einen Seite zur Seite gerollt, auf der anderen Seite ist er rausgetrennt. Und jetzt legen wir den Patienten hier auf die Folie. Gut. 1, 2, 3. Okay. Die Beine legen wir schon mal drunter. Wir heben das rechte Bein ein ganz, ganz kleines bisschen an. Vorsicht wegen der Unterkühlung, ne? Bei den Temperaturen. So, ich drehe ihn ein bisschen. Ja. 1, 2, 3.
Hast du? Ja. Super, ich lege wieder ab. Okay. Können wir hier unten schon durchziehen? Guck mal. Bis den Unterboden. Ich habe das Bein. Du hast auch Unterboden? Ja. So. Geht einmal kurz auf die andere Seite so ein bisschen. Ja, ich habe den Unterboden und die Decke. Jo. Ich würde noch vorschlagen, schnell Jacke aus. Die ist nämlich klitschenass hinten. Ja. Ja. So. Okay. Einmal nochmal so ein bisschen, dann kannst du sie drüben rausziehen. So. Okay. So, Helm geht auch ab. Jetzt. Ja. Gut. Puls und Atmung weiterhin stabil. Gut. Und ich verschließe den Unterboden hier. Hier steht also nur das Riglo zum Trocknen. Hier ist jetzt einmal die eine Tür aufgemacht. Und hier haben wir eine weitere Tür. Das heißt, dieses Zelt ist nicht nur zum Schutz vor Kälte, sondern halt auch vor direkter Sonneneinstrahlung, wenn es sehr, sehr warm ist. Wir haben diese orangen Schlaufen oben und unten. In dem unteren Rand aber keine festen Ösen, wo wir Zeltnägel oder Heringe einbringen können. Wir können aber das gesamte Zelt mit ausreichend Seiten aus Polyurethan. Wir haben in den Türen dasselbe Material als Fenster und haben somit die Möglichkeit, gerade wenn wir ein vernünftiges Tageslicht haben, dass wir tatsächlich unter Realbedingungen bei Tageslicht darin arbeiten können. Die Pumpe zu dem Riglo ist eine 2 Liter Doppelpumpe, also die hat die Funktion, diesen blauen Gestänge auch absaugen. So, meine Damen und Herren, wie ist denn unser Fazit zu dem Riglo Rescuer? Das Zelt ist aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht wirklich cool. Es fühlt sich sehr wertig an. Das Material ist keine Raketentechnologie, es ist aber Material, was sich in vielerlei Hinsicht bewährt hat. Es ist Nylon. Es kommt in einer Größe von, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2,60 m mal 1,60 m in der Grundfläche und ich glaube 1,20 m in der Höhe um die Ecke. Das macht schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck, wenn man tatsächlich jemanden im Gemüse tatsächlich erst versorgen muss und den versuchen möchte, diesen Patienten versuchen möchte, vor den äußeren Witterungseinflüssen zu schützen. Denn wie der eine oder andere von uns weiß, 3 Stunden ohne Schutz vor den Elementen und sämtliche deiner Probleme sind Geschichte. Für wen ist dieses Zelt? Wo sehe ich den Einsatzzweck von diesem Zelt? Wir hatten das Beispiel mit der Person mit der laufenden Kettensäge. Wir haben im Moment gerade Wintersaison. Wir haben also die Saison, wo die Leute ihr Feuerholz machen, sogenannte Selbsterwerber oder Selbstwerber. Wenn ich dazu was... Ich pack's unten in die Videobeschreibung. In solchen Situationen, und das sind Situationen, wo der Rettungswagen selber nicht wirklich hinkommt, da wird häufig dazu gerufen, zur Unterstützung des Rettungsdienstes, die Feuerwehr. Die Feuerwehr schafft aber großenteils nicht mit 16 oder 18 Tonnen Großfahrzeug da direkt an diese Einsatzstelle zu fahren. Das ist auch völlig okay. Aber das sind zum Beispiel Situationen, wo so ein Zelt durchaus seinen Einsatz hat. Wo ich es mir vorstellen kann, wie gesagt, bei Feuerwehren zur Unterstützung, Rettungsdienst, bei Unfällen,
in Forstwirtschaft. Bei Bergwachten kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich kann es mir aber auch vorstellen bei Kunden von uns. Und Kunden von uns sind zum Beispiel Institute, die Exkursion und Expedition in entlegene Gebiete machen. Denn dieses Zelt schützt zum einen vor dem Auskühlen, also einen Schutz vor den Elementen. Es schützt vor direkter Sonneneinstrahlung, gerade im Sommer und gerade im Sommer irgendwo in hoher Höhe. Beispiel eines meiner Kunden, bolivianischer Teil der Anden, bummelig 3000 Meter hoch. Da wäre schon ganz witzig, wenn du nicht unbedingt direkt in der Sonne getoastet werden würdest. Bei Firmen, die irgendwelche großen Gelände haben, Tagebau oder irgendwas in der Art und halt auch ohne reguläre Infrastruktur, auch da kann ich mir so ein Zelt durchaus vorstellen. Ja, es kostet Geld. Aus unserer Sicht ist dieses Zelt jeden einzelnen Cent wert. Dieses Zelt ist käuflich zu erwerben bei der Firma Vero. Den Link dazu packe ich unten in die Videobeschreibung. Mir war es ein inneres Blümchenpflücken, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.